Hallöchen und ganz herzlich willkommen zum nächsten Teil unseres Phoenix A320 Tutorials auf dem Weg von Zürich nach Leipzig. Wir hüpfen direkt wieder vorne ins Cockpit. Wir haben uns jetzt an Flight Level 100 herangearbeitet, wollen weiter auf 5000 Fuß sinken. Auf Flight Level 100 geht einmal die Landing Lights an. Die Seatbelts sind auch schon an, dann können wir der Kabine einmal Bescheid sagen. Cabin Crew, 10 minutes to landing. Und dann müssen wir uns jetzt noch einmal damit befassen, wie lang unsere benötigte Landedistanz ist. Das kann man auch ein bisschen vorher machen. Jetzt habe ich so viel vorhin erklärt, dass wir gar keine Zeit mehr hatten, da uns noch Gedanken drüber zu machen. Wir gehen also einmal in unsere Landing Performance. Hier oben steht unser Arrival Airport drinnen, in dem Fall Leipzig. Wir landen auf der Runway 08 Left. Bei einer trockenen Bahn, Runway ist also dry. Wir können das Wetter direkt einmal refreshen und dann auch direkt anwenden. Unser Landing Weight finden wir hier unten. Wir sollen mit 3 Tonnen landen, haben jetzt auch noch 3,1 Tonnen, also werden wir mit 61,7 landen. Wir nehmen mal Autobrake Low bzw. Autobrake Medium, sollte vielleicht fast besser passen. No Reverser, Manual Landing, Flaps Full und Auto Thrust is Off. Damit bekommen wir eine Landedistanz von 1600 Metern und wir wollen ja nach 1800 Metern die Bahn verlassen. Das passt also wunderbar, wir nehmen Autobrakes Medium. Sollten wir Autobrakes Low nehmen, können wir ganz kurz nochmal gucken, hätten wir eine Landedistanz von knapp 2200 Metern, würden also den Exit, den wir geplant hatten, nicht schaffen. Wenn wir dann wissen, welches Autobrake-Setting wir nehmen, wählen wir das hier einmal aus und unter 10.000 Fuß kann man auch einmal checken, dass das NAV Accuracy immer noch hoch ist und das finden wir hier auf der Progress-Page, also GPS Primary NAV Accuracy High. Die Bahn aus Zürich können wir noch einmal rausnehmen und hier stattdessen die Bahn in Leipzig, auf der wir landen, eingeben. Auch hier können wir dann im Falle des Engine Failures immer hier auf der Progress Page ganz fix nachgucken, wie weit wir noch von dem jeweiligen Punkt entfernt sind. Ansonsten ist es nur noch 7 Meilen bis nach Movox. Dort sollen wir auf 5000 Fuß sein. Das wären also jetzt noch knapp 3000 Fuß. Sollte also wunderbar passen. Wir schalten unser Landing System mit drauf, dass wir die ILS Indication später haben. Und ihr seht auch, der Flieger hat sich jetzt ein neues Speedband gesetzt. Unter Flight Level 100 haben wir mir gesagt, soll er nicht schneller als 250 Knoten fliegen. Und daran hält er sich auch und ist jetzt aktuell sogar am unteren Rande seines Speedbands unterwegs und fliegt jetzt knapp 230 Knoten. Wenn er an diesem unteren Punkt des Speedbands angekommen ist, dann würde er auch nicht mehr im Thrust Idle bleiben, sondern würde dann Power reinschieben und dann seht ihr hier oben, steht auch nicht mehr Thrust Idle, sondern dann Speed. Wir fliegen durch die Wolken, haben aber eine True Air Temperature oder eine Total Air Temperature von 11 Grad Celsius, brauchen also kein NTIs. Und dann zoomen wir mal noch ein Stückchen ran. Dann sollte es nämlich jetzt gleich in die Rechtskurve gehen und dann sollten wir auch schon sehen können, wie unser ILS hier reinwandert. Das ist übrigens mittlerweile Identified, India Lima November Echo 108,55 und wir sind aktuell noch 20,6 Meilen davon entfernt. Scheint also die richtige Indication zu sein. Der Identifier passt, Frequenz passt und Distanz kommt auch ungefähr hin. Lima November Delta im Vergleich dazu ist noch 21 Meilen weg. Schaut sehr gut aus. So, kurzer Schnitt. Wir sind jetzt mittlerweile auf dem verlängerten Endanflug. Wir folgen noch nicht dem Localizer. Ihr seht, wir sind noch im NAV-Modus, ganz knapp unter unserem Glide-Slope. Ich habe jetzt die Speedbrakes noch ein bisschen dazu genommen. Da können wir schon mal Klappen 1 fahren. Flaps 1, Speed checked, Flaps 1. Und können direkt auf unsere S-Speed reduzieren, dass wir auch gleich Klappen 2 fahren können. Und wenn der Glide-Slope reinkommt, dann drücken wir auf den Approach-Modus. Dann haben wir Glide-Slope Blue, Lock Blue. Und jetzt Glide-Slope Star, Lock, Cut, Tree. Wir nehmen den zweiten Autopilot noch mit drauf, damit wir Cut Tree Dual haben und Autopilot 1 plus 2. Flaps 2, Speed checked, Flaps 2. Die Approach Phase hat sich von selbst aktiviert. Wir können jetzt die Geschwindigkeit weiter reduzieren. Der Flieger geht auf den Glide Slope. Und Missed Approach Altitude 5000 Feet is set. Da sind wir jetzt noch genau 10 Meilen vom Airport entfernt. Wir sehen ihn hier schon vor uns. Und dann wollen wir so auf ungefähr 2500 Fuß unser Fahrwerk noch ausfahren. Die Speedbrakes fahren wir wieder ein. Und dann, wenn das Fahrwerk rausfährt, dann können wir auch weiter Klappen 3 und Klappen 4 fahren und dann unsere Final Configuration für die Landung einnehmen. Wir reduzieren schon mal weiter die Geschwindigkeit. Dann können wir das Fahrwerk jetzt ausfahren, Gear Down. Dann machen wir noch einmal die Lichter an den Fahrwerken jetzt zusätzlich noch an, armen unsere Ground Spoiler. Speed managed, Flaps 3, Speed checked, Flaps 3 und Flaps full, Speed checked, Flaps full.
Dann machen wir noch einen VLS-Check. Wir gucken einmal hier unten, wo unser VLS-Band ist. Das ist so ungefähr bei 131, 132 Knoten. Hier steht 131, wir rechnen also mal noch einen Knoten obendrauf. Diesen Check muss man unbedingt machen, weil das VLS, das hier steht, andere Quellen hat als das VLS, das uns hier angezeigt wird. Und deswegen müssen wir das einmal überprüfen. Ansonsten haben wir die Bahn vor uns in Sicht. Wir haben die Landefreigabe vom Tower erhalten. Und dann können wir das letzte Stückchen jetzt noch von Hand fliegen. Dafür passen wir einmal unseren Schubhebel, den wir selber haben, einmal auf den Autothrust an, indem wir diesen blauen Pinöpel auf den grünen Pinöpel stecken. Wenn das passiert ist, dann können wir einmal den Autothrust disconnecten, dann meckert der Flieger auch nicht mehr. Und können auch einmal den Autopiloten deaktivieren. Manual Flight, Manual Thrust. Die Lichter haben wir alle eingeschalten. Landing Checklist, ICA Memo, Landing No Blue. Dann konzentriere ich mich jetzt aufs Landen, wünsche euch viel Spaß dabei und hoffentlich buttern wir das Ding. 1000. Checked. 500. 400. Land. 100 above. Runway inside. 300. Minimum. Continue. 200. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 5. 5. Spoilers, Reverse Green, Diesel. Seventy Knots, Idle Reverse, Manual Braking. Und dann können wir wie gewünscht da vorne nach rechts unsere Bahn verlassen. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen in Leipzig. Eine etwas floatige Landung, aber ansonsten war sie ganz gut. Wir verlassen nach rechts die Bahn und dann können wir unseren Flieger aufräumen. Und dann ist uns unsere erste Landung gemeinsam im Phoenix A320 geglückt. Gerade im Vergleich zum Fly-by-Wire braucht das im Phoenix eine ganze Menge Übung, weil sich der Flieger doch ein bisschen anders fliegt und daran muss man sich auch erst gewöhnen. Das ist aber nicht schlimm, wir können das ja mit der Zeit üben und von Mal zu Mal klappt das auch besser. Von der Bahn runter wollen wir einmal anhalten und dann den Flieger für nach der Landung aufräumen. Wir fahren unsere Ground Spoiler wieder ein, die Klappen gehen rein, unser Tikas geht auf Standby. Wir können die Landelichter ausschalten, ansonsten würden wir jetzt alle hier blenden. Die Strobe Lights gehen wieder aus und wir können auch schon mal unsere APU starten. Wenn ihr gerne Single Engine Taxi machen wollt, dann startet ihr einmal hier die Uhr nach der Landung, dass ihr hier unten 3 Minuten angezeigt bekommt, um eventuell dann fürs Taxi ein Triebwerk auszuschalten. Und dann haben wir alles für nach der Landung gemacht. 59 Minuten Flugzeit hatten wir, lösen wieder die Parkbremse. Die Taxilichter sind ansonsten schon an und dann geht es jetzt geradeaus auf Echo 7 und dann runter einmal über die Brücke drüber zu unserer Parkposition. So, wir haben einen kurzen Sprung gemacht. Ich habe euch das elendig lange Texteln hier über Leipzig erspart. Da vorne sehen wir das Passagierterminal, da parken wir jetzt gleich noch ein. Und ihr seht, wir haben eine wunderbare Zeit gewählt für unsere Landung. Pünktlich zum Sonnenuntergang können wir hier hinten noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen genießen und dann gemütlich in den Feierabend fahren.
Das Coole ist, dass an manchen Parkpositionen automatisch die Ground Services reinladen, also die Standard Ground Services vom Microsoft Flight Simulator. Und wenn ihr jetzt kein Gate vorgegeben habt, dann parke ich immer gerne dort ein, weil wir an diesen Gates in der Regel Marschalle haben, die uns dann dort einwinken. Und das ist immer super hilfreich. Wichtig ist natürlich einmal, dass wir den nicht erblinden gleich. Deswegen machen wir einmal die Taxi- und die Runway-Turn-Off-Lights aus. Und dann gucken wir natürlich einmal, dass die Parkposition frei ist, dass da keiner im Weg steht, wenn wir reinrollen. Und dann biegen wir nach rechts ab. Na, jetzt könnt ihr auch schon sehen, da vorne der Kollege ist schon fleißig am Winken. Und dann rollen wir auf den so lange zu. Natürlich in den letzten Metern dann nicht mit Full Speed noch, sondern wir bremsen entsprechend früh ab. Und lassen uns so quasi in unsere Parkposition einwinken. Sehr gut, dann sind wir angekommen. Wir setzen die Parkbremse. Wir confirmen einmal, dass unsere APU an ist. Und dann Engine 1 off, Engine 2 off, Cabin Crew, All Doors in Park. Wenn wir einen Squawk bekommen hätten, würde der jetzt wieder rausgehen und wir geben hier 2000 ein, stellen das auf Standby. Hier mache ich dann immer die Data Position Monitor Page auf. Da könnten wir also nach dem Flug mal gucken, ob unsere NAV Accuracy vielleicht runtergegangen ist. Ansonsten geht es im Overhead noch weiter. Wir schalten die Seatbelts aus, die Fuel Pumps gehen aus. Und das Beacon Light geht aus. Können wir die APU Bleed noch mit draufschalten, dann werden die Packs weiterhin von der APU versorgt. Und dann lesen wir unsere Parking Checklist. Parking Engines off. Radar Predictive Winches System is off. Fuel Pumps sind auch off. Und Parking Brake ist noch on. Parking Checklist completed. Das Schöne ist, wenn ihr das entsprechend eingestellt habt, connectet sich die Jetway hier automatisch. Dann fragt er, dass ihr seid angekommen, möchtet ihr gerne deboarden? Könnt ihr sagen, ja, okay, start deboarding. Und dann steigen die Passagiere auch automatisch aus. Wir können uns nochmal einmal um die Ground Service Seite kümmern, können hier noch die restlichen Sachen dran fahren, die wir gerne haben möchten. Zum Beispiel hinten eine Treppe, über die dann vielleicht wir als Crew später aussteigen und wir dann mit dem Bus zurückfahren oder wir dann die Reinigungscrew an Bord lassen können. Das Cargo Compartment können wir auch noch einmal öffnen. Und dann haben wir unseren Flug erfolgreich geschafft. Wenn wir jetzt Feierabend hier machen, dann heißt das immer als allererstes mal die Lichterchen ausschalten. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Unsere Ground Power ist mittlerweile available. Das heißt, wir switchen auf die um, können die APU ausschalten. Unsere Inertial Reference Systems gehen wieder auf Off. Crew Supply geht wieder auf Off. Wir gucken, dass unsere Lichter entsprechend aus sind. Die Signs müssen aus sein. Die Emergency Exit Lights gehen wieder in die Off-Position. Und dann müssen wir noch warten, bis die APU heruntergefahren ist. Das können wir hier unten beobachten, indem wir einfach die APU-Seite aufrufen und dann warten, bis die hier entsprechend runtergefahren ist. Ansonsten machen wir auch hier noch einmal die Lichterchen aus, beziehungsweise auf Dunkel. Das TCAS können wir wieder auf Above stellen für die Crew, die dann nach uns fliegt, dass sie das TCAS gleich richtig eingestellt hat. Wenn unsere Chocks in place sind, können wir auch die Parkbremse lösen. Dann kann unser Flieger ja nicht mehr wegrollen. Dann machen wir auch noch im Overhead-Panel die Lichter einmal aus. Und unsere Bildschirme, die machen wir last but not least auch noch aus. Wenn die APU dann aus ist, sehen wir zudem hier oben auch nicht mehr das Available Light, das ist nochmal der zweite Indikator. Wichtig ist dann, dass ihr wartet, bis auf der APU-Page auch die Flap geschlossen ist, also die Klappe von der APU, dass die, wenn ihr das Flugzeug ausschaltet, auch wirklich zu ist. Und wenn das der Fall ist, dann könnt ihr die Batterien ausschalten und dann lesen wir noch eine Securing the Aircraft Checklist. ADIRS is off, Oxygen off, APU Bleed is off, Emergency Exit Lights off, Signs off und APU and Battery off, Securing the Aircraft Checklist completed. Und unser letztes Knöpfchen, was wir drücken noch, ist die External Power und dann hören wir zu, wie das Flugzeug herunterfährt. Und schon ist es ruhig im Cockpit. Herzlich willkommen in Leipzig.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Videoreihe. Wenn ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe auch, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut auch wieder gerne in einem der Twitch-Livestreams vorbei. Dann fliegen wir bestimmt mal wieder den Phoenix A320 oder ein anderes wunderbares Flugzeug im Microsoft Flight Simulator. Und dann könnt ihr entweder mitfliegen oder Fragen stellen oder einfach eine schöne Zeit dort haben. Vielen Dank fürs Dabeisein und always happy landings.